So, unsere Kandidaten sind natürlich aufgeregt, da schwitzt man natürlich schnell und deswegen wollen wir ihnen jetzt so ein Stück weit helfen, denn wir befinden uns jetzt hier beim großen Waschtag. Wer möchte den denn hier bei uns haben? Den großen Waschtag. Das wäre Stufe 1. Wenn ihr mit dabei seid, dann buzzert jetzt. So, 29 Kandidaten sind noch mit dabei. Ich kann euch verraten, Schritt 2, wir steigern uns langsam. Ihr seid nämlich das menschliche Wäschestück. Viele fragende Gesichter, aber erstmal wollen wir buzzern. Wer von euch ist mit dabei? Buzzert jetzt. Okay. 24 sind noch mit dabei und wir wollen uns ja noch mal ein bisschen steigern. Nummer 3 lautet hier nämlich, ihr macht das Ganze in einer großen Industriewaschmaschine. So, da gehen Kindheitsträume in Erfüllung, ne? Wenn ihr mit dabei seid, dann buzzert jetzt. Okay. 17 sind noch mit dabei. Und ich sag euch, das Ganze ist nicht so ohne, denn ihr müsst auch einiges aushalten. An Punkt 4 nämlich, 20 Sekunden die Rotation überstehen. Also, wenn ihr mit dabei seid, buzzert jetzt. Bei Stufe Nummer 5 kommt natürlich Wasser ins Spiel. Und auch das müsst ihr 20 Sekunden aushalten in dieser Maschine. Das heißt erst 20 Sekunden Rotation, dann 20 Sekunden Wasser mit Rotation. Wenn ihr mit dabei seid, buzzert jetzt. 9 sind noch mit dabei. So, es fehlt natürlich, damit ihr hier auch blitzeblank aus dieser Sendung geht, fehlt natürlich was? Waschpulver! Richtig, 20 Sekunden Wasser und Waschmittel. Und Rotation nochmal. Leute, ihr seid sowas von blitzeblank danach. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ihr braucht 2 Wochen nicht duschen zu gehen. Wenn ihr mit dabei seid, dann buzzert jetzt. 4 sind noch mit am Start. Wer von euch macht's denn für 1500? Wer von euch macht's denn für großer Sprung 2-4? Die Mary! Großartig, komm zu mir. Mary, du bist wie alt? Wo kommst du her? Ich bin 22, komme aus Augsburg. Aus Augsburg, ja? Was machst du beruflich? Ich bin im Krankenhaus, im Büro. Du bist im Krankenhaus. Kennst du dich mit solchen Industriewaschmaschinen aus? Nein. Kennst du dich nicht mit aus? Leider nicht. Nee? Hast du einen Freund? Ja. Ja? Wie lange schon? Seit knapp 2 Jahren. Und dem hast du auch gesagt, dass du hier bist? Ja. Was hat der gesagt? Ich soll nichts mit Ausziehen machen. Soll ich dir was sagen? Du hast hier sogar die freie Wahl. Okay. Du kannst entweder sagen, du ziehst dich aus oder du lässt eben deine Klamotten an, bekommst aber von uns auch keine neuen. Die sind dann erstmal nass. Ich lasse sie an. Ja? Und ist aber 90 Grad, ne? Deswegen, die können eventuell einlaufen. Egal. Egal, okay, alles klar. So, dann einmal bitte Schuhe ausziehen. So, dann müsstest du dich einmal da reinlegen und zwar wie folgt. Du müsstest bitte hier deine... Deinen linken Fuß, da deinen rechten Fuß rein. Ach du Scheiße. Und hier hältst du dich die ganze Zeit fest, ja? Okay. So. So, wie sitzt es sich? Scheiße. Scheiße, ja. Ach, voll unbequem. Du bist dir aber sicher, du willst es machen, du willst es durchziehen? Ja, ich wollte es gehen. Okay, alles klar. So, ja? Alles gut? Völlig absurdes Bild, dass ich hier mit so einer Waschmaschine spreche. Also, du bist soweit? Okay, gut. Dann jetzt kommen zuerst dann 20 Sekunden reine Rotation für dich. Und es kann losgehen. Oh mein Gott!
So, wir haben jetzt schon wie viele Sekunden? So, 5 Sekunden noch. Und stopp. So, wir gucken einmal, wie es ihr geht. Oh mein Gott! Und? Oh, mich dreht's! Oh, scheiße! Ja, mich dreht's, das stimmt. Gerade 20 Sekunden sogar. Oh mein Gott! Scheiße! Aber wir haben aufgehört zu drehen, oder? Also, mich dreht's! Dreht die immer noch? Nee. Kannst du noch oder geht's? Ja. Wirklich? Ja. Du bist dir sicher? Weil wir machen jetzt gleich zu und jetzt gleich kommt Wasser dazu. Wir probieren es nochmal eine ja? Runde. Aber können wir danach wieder aufmachen? Ich mache immer dazwischen nochmal auf und dann frage ich, ob alles okay ist. Also 20 Sekunden aushalten und dann machen wir eine kurze Pause wieder. Du kannst dich erholen und dann kommen nochmal 20 Sekunden. Ja? Und wenn du Stopp sagst, ne, dann ist sofort, hören wir auf, ja? Ja, aber dann habe ich verloren. Dann hast du verloren. Eben. Ja? Also, 2400 Euro, denk da dran. Ja. Ach so, echt? Ja. So. Okay, dann die nächsten 20 Sekunden jetzt mit Wasser laufen, jetzt. Und stopp. So. Mich dreht's. Also du machst das bis hierhin sehr, sehr gut. Du kriegst auch noch mal einen Applaus von den anderen Kandidaten. Sehr, sehr gut. Oh mein Gott. Wenn du jetzt noch einmal 20 Sekunden durchhältst, dann hast du 2400 Euro hier abgesahnt. Kannst ganz glücklich und frisch gewaschen nach Hause gehen. Ist das was? Ja. Ziehen wir es durch? Ja, ich muss nur aufs Klo. Ja, das kannst du gleich dann machen. So, Waschmittel kommt jetzt gleich rein. So, okay, kann losgehen? Ja. Okay. Okay, und die 20 Sekunden laufen ab jetzt. Noch. Gleich hast es. 5. Sehr gut. Hey. Großartig gemacht. Bleib noch einen Moment. Erhol dich. Aber du bist gerade um 2400 Euro reicher. Sehr gut gemacht. Großer Applaus. 2400 Euro. Jetzt aufpassen, wenn du darüber gehst. Ne? Nicht ausrutschen. Du hast 2400 Euro gewonnen, hast das super gemacht. Da geht's raus und pass bitte auf. Mary! All I do is win.